nicht gegen mich, top dann lieber TP gehen als Gegner. Oh, okay. Da ist die Antwort. Das sagt extrem. Ich habe kein Boneplating. Gegen Connecten. Und er ignite gegen TP. Gegen sein Boneplating. Und gute Trades, aber nur weil ich Stacks habe und ein Level voll bin. Wenn ich die Wave bouncen lasse und er ist sehr gankable von Talon. Er hat den Pop bereits benutzt, ich werde meinen auch gleich einwerfen, probably. Checken kurz Topside die Camps. Bin gerade gewardet hier. Talon hat Ignite, das ist natürlich wichtig für den Gank. Connect hat kein TP, bedenken wir das, er hat Ignite. Deswegen potte ich auch lieber so früh. Weil sein Ignite schon scary ist. Wave bounce zu mir und er ist sehr angreifbar, der Renekton. Ich frage jetzt bloß, ob unser Talondon das ausnutzt. Macht lieber erstmal den guten alten Full Clear. Enkel. Oh. Dafür ist er jetzt 10 CS. I mean, crazy, dass das funktioniert hat. I can't believe it. Das ist so traurig für mich. Das ist so unfassbar scheiße. Oh, das ist so ein Bummer. Aber hey, jetzt kann er die anderen beiden Camps counter-junglen, I guess. Was hat sie gemacht? Rap-Buff, Raptors? Alle drei Botside-Camps gemacht und mich dann gegankt. Alle drei Botside-Camps in Toplane, wie ergibt das Sinn? Sie hätte eigentlich jedes Mal Talon begegnen müssen, wenn der Talon nicht full klärt. Das ist so risky für Nidalee. Aber ja, es hat funktioniert, also. Scheinbar ist die Faker und dann noch Blue Buff auch noch, hat sie auch noch bekommen. Jetzt schreibt mein. Um mein Talon hat die 30k GG zu schreiben. Ich bin der fuck this, Mate. Vielleicht GG. I don't wanna. Okay. Weil Talon den Blue Buff nicht bekommen hat, möchte er jetzt also FFen. Fantastisch. Nice, hat perfekt sein Bell geblockt. Weil noch Flash Advantage ist es really sad. Oh, es ist so sad, dieses Game. Ah, es ist so sad. Von Lane Swap mit schlechten Runen bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Es wird auch nicht mehr viel besser werden, I think. Oh, it is tragic. Aber warum ist er denn? Kann er wenigstens noch das Spiel spielen? Ich bin die Idee mit einer komplett fucked Lane hinterlassen, ist, nachdem du Full Clear und du Full Clear machen willst. Please, Matt. Und wenn ich Nidatabi habe, kann ich es auch playen, I guess. Geh wahrscheinlich ein Goldrinker Build hier first. Relativ tanky. Hat uns Signal, können wir Renekton töten mit Level 6, aber er ist Level 6, er ist Turbo OP. In der Tabis hat falten wir ihn auf gar keinen Fall. Wenn nicht, dann falte ich ihn jetzt. Mit Talon natürlich nicht allein. Der Probably of the Wave ebenfalls Level 6 forcen. Ganz Level 6, aber ist fein. Weil wenn du nicht bin's. Ignite ihn einfach. Nice. Mega nice.
Windy Wave, blocken damit seinen Damage und farmen alles. Jetzt verliert Jonathan so viel. Weil wenn ich 15 CS vorne und krieg einen Kill. Jonathan hat ihn genited für den Assist, not bad. Gut für uns beide. Sehr bad für den Renekton. So fährt den CS behind uns. Wurde getötet. Könnte knapp werden mit der Mini-Wave. Ah, sollte reichen. Magic. Aber das ist ja so worth. Ignited und geultet. Und jetzt Talon? Kein Mana mehr. Ich hätte ihn rausgelaufen, hätte einfach nichts gemacht. Ich hätte ihm auch pingen sollen, probably. Wenn er rausgehen will. Renekton jetzt von hinten kommt mit der Hand. Okay, gut. Ich habe 7. Da gehe ich jetzt trotzdem eine Goldmaker Angle? Ich glaube ja. Wir gehen nicht Blade First Item, sondern so Ninja Tabi into Goldmaker Angle, sowas in dem Dreh. Oder ist das gut? I don't know, ob das gut ist. Ah. Whatever! Ich hab keinen Bock jetzt hier Ruby Crystals zu kaufen. Komm, dann gehen wir doch. Ach. Ich hab Pyreas gesehen, die sind für Pyrrhic Scepter into Goldwicker gegangen. Und es sieht eigentlich relativ nice aus, weil du hast genug Lifestyle in Laning Phase und du bist irgendwie trotzdem sehr schnell relativ tanky. Father, Mother, Zelos, Oma, Own, Kai, Little Rue. None of them ever had a chance. Nach allen Regeln noch platt. Bin rumgedasht und die Minions doch gefarmt, seinen Weg geweht. Guter Trade. Bleiben können wir da trotzdem nicht. Dafür sei dann doch zu tanky. Vielleicht Honeyfruit nehmen und Mana zurückbekommen. Ist halt der ist immer noch scary mit seiner Ult und Ignite, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Aber ich bin 30 CS vorne knapp, also 25 CS vorne. Alles gut. Habe ich selbst schon so sehr. Ich hätte die Wave nicht hard pushen sollen, aber ich dachte, er ist reset. Und normal ist es meine Reaktion, also wenn er halt, wir wollen halt Herald machen, logischerweise. Das heißt, Pressure Top Lane ist nicht bad und ich hätte doch gedacht, dass er resetten müsste. But he didn't. Dazu hard pushen ist nicht ganz so nice, weil ich bin jetzt ja so viel stärker als er, dass ich ihn von der Menge mit den Zone kann. Er hat Bone Padding ab, das können wir vielleicht procken. There we go. Kriegen seine 45 Sekunden Cooldown Spell da raus an der Stelle. Wollt ihr aufpassen, ich kann relativ leicht gegankt werden. Wind kommt. Nidalee könnte ebenfalls zugegen sein. Ja, die kennen ihn mit E-Farm. Nicht reindashen. Keine Info auf Nidalee. Ich bin auch nicht stärker als Renekton gewonnen, wenn er Igniter hat. Muss ihn auch playen, damit es funktioniert und. Wow. Nice, wieder perfekt. Jetzt habe ich mein E gemisst. Hätte ich ihn da vielleicht sogar töten können. Gold. Warum suchen sie gegenseitig zu autospacen? Aber mittlerweile bin ich ja 30 CS vorn. Der Lead wird nur größer. Wir haben noch 8 Minions auf Kai. Da ist noch anderthalb Waves.
Leider reicht nicht ganz, die Waves sind nur 7 Minions, sonst fehlt der 8. Ich hab nicht so viel Mana, dir, lieber Talon. Oi. Man hätte flashen können, wäre vielleicht worth gewesen. Wenn ich die bei mir jetzt kriege und die gesamte nicht swap, dann sind es genau die 6 Kaltstacks, die wir brauchen. Aber natürlich turbo greedy. So viel Leute Topside sein. Ah ja, genau die 6 Minutes, die ich brauche zu Chat. There we go. Noch ein Plate bekommen. Bro, ich muss auf jeden Fall recon. Okay, ich habe 2400 Gold. Steals their life like they stole our land. Oh scheiße, er wurde von Quinn in der Luft gecancelt. Recall TP top after. Six. Recall TP fast. Nimm die Turm und Recall. Weg mit dir. Defende mein Turret. Defende ihn. Pass auf, dass du nicht von Lili gedeiht wirst. Leona muss auch da sein. Ist nicht nur Six Aufgabe. Mein TP war gut, bloß 5 Sekunden zu spät, probably. Hat er auch meine Ult komplett gewifft. Was mir ein Flash gekostet hat. Okay, ich bin tot. Ja, ich sollte niemals mein E wasten. Man hätte ihn getötet. Nice. Ich sollte immer einfach die beiden versuchen zu fighten. Oder mein E einfach aufheben, dass Quinn Zickzack laufen muss. Mein E gewastet, my bad. Nice, ich kann den nächsten Turm wegsprengen und dann den nächsten Turm wegsprengen. Ohne Plates, aber trotzdem sehr, sehr gut. So viel Gold für Zickzack. Gerade Bot hat das Blood Turret mit mir gemeinsam bekommen. Der Top-Lane-Turret und er kann einfach mitten laufen, also das ist so viel Gold. Was richtig wichtig ist, denn er ist unser einziger AP-Champ. Alle 4 Fähigkeiten von Six sind ja AOE-Damage-Fähigkeiten, also eine Menge, Menge Potenzial, das Game ja große, große Dinge zu leisten in diesem Game. Als Gold auf ihm ist nice. Wie der Mundo nach dem NNO-Game, aber ich war der Mundo. Oder meinst du Garen? Für was steht AOE? AOE sind Area of Effects. Also Area of Effect heißt das. Also, dass du quasi in einem Gebiet einen gewissen Effekt auslösen kannst. In Six-Fall sind das Damage, Damage und Damage und Damage. Zweimal Nu Damage und zweimal Damage mit Utility. Na gut, hier was zu forsten. Warten, bis Midlane gepressured wird und dann verschauen wir Botlane weiter, wenn Leona wieder da ist. Und gehen so viel XP scheren. Wenn 6 ist Recall, dann haben wir jetzt hier nicht wirklich einen Botlane-Engel. Eine Nidalee im Busch drin, die ist Topside. Warum tank ich denn jetzt? Hammer! Na, but what are you doing? Warum läufst du denn raus? Ah,
Okay, kein Kill of Braum. Ich, oh mein goodness. Oh, Double Kill für Renekton. Okay. Ja, das war 5-3. Und er ist stark. Oh Mann. What a fucking throw. Ist Leona oder Talon rausgelaufen? Wenn einfach einer von beiden nicht rausläuft, dann töte ich einfach straight den Braum. Mann. Renekton hat kein Ignite. Wenn er hier wenn er auf die Wave rauf will, kann ich ihn probably töten. Keinen Grund zu ehren, der kann einfach rauslaufen. Ah. Gute Games. Boah, mein gesamter Lead von fucking Landing Phase gegen Renekton ist jetzt einfach komplett weg. Immer noch 20 Tests vorne, aber nicht mehr 30. Und jetzt hat er so viele Kills bekommen, dass er ein XP vorne ist. Viele Bummer. Der ist ja trotzdem immer noch schwächer als ich, solange er keinen Igniter hatte, aber mit Igniter hat er jetzt Killflash auf mich. Was meine Knie schlottern lässt. Weg bevor Nidalee mich abfuckt. Nidalee ist interessant, aber vielleicht den gesamten Weg auf mich runterrennen? Ne, ich bin raus. Mein Team spielt Topside Farrowed, ich kann die Botside Camps farmen und resetten für Goa Drinker. Tristana könnte rübergejumpt sein, ne? Das ist möglich. Ich würde alle vier Spells benutzen, damit ihr einfach eure Attack Speed Stacks kriegt. Lass Renekton die Wave pushen, ich kann die später catchen. Ja, genau, ich hab Gromp bekommen und Crux. Alles an Bonus XP, das ich mir einverleiben kann, werde ich tun. Werde nicht von der Wave Level 13 werden, leider. Renekton ist bei Level 13. Aber von der Wave danach, das heißt, ich bin rechtzeitig für den Drake Level 13, damit sind wir effektiv gleiches Level und ich habe zwei Items. Renekton ist erst auf einem. Wenn der Record hat, wahrscheinlich aber auch so. Ja. Wahrscheinlich so die Hälfte von Sturx Gage, vielleicht Phage und Sturx und Pickaxe. Was auch schon ziemlich strong ist, um ehrlich zu sein. Ja, ich kann es Level 13 geworden von der Wave, wie ich gedacht habe. Scheiße. Nicht, dass wir den Drake Fight nicht Level 13. Oh, noch ein Ward, ich bin Level 13. So also 300 Gold an Stats, die ich kriege, wenn ich Level 13 bin, ne? Das ist schon geil. Eigentlich bräuchte ich einen Flank-Engel. Um was schwer gegen eine Quinn zu flanken, die Permanent Vision kriegen kann. Aber wann haben sie da bitte gewardet? Like, what? Ich bin doch gerade gesweept. Ich hab mein W gewastet. Ich hab dann dreimal Stun gehabt und dann dreimal Null, aber wenn ich da W gehabt hätte, hätte ich vielleicht überleben können mit Gordon und Gamba, aber ich bin eh ignited, ich hier mich um nichts, also spielt keine große Rolle. I guess Leona hat gar nicht gesweept. Ich habe bei den anderen Busch gepinkt worden. I guess er hat die ganze Zeit Vision auf mich. Newly assassinated in der Backline unseren stärksten Champion. Hard on running it down. Straight of effort, das kann er gut. Muss sofort Botlane Pressure gehen. Die Gegner haben kein TP auf Renekton. Ja, war Druck ausüber, wäre das der beste Fall. Damit die nicht sofort für Nash spielen können. Wäre halt fantastisch, wenn Six einfach hitten darf. Wenn ich allein gelassen wird, aber da, ich meine, ich war schon drin, ich kann den nicht beschützen. Gaskin kann mich matchen, sie ist recht schnell auf der Map unterwegs.
Ding ist halt, wir haben 0 Nash Threat und die Gegner haben richtig viel. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier Bot den Helm gehe, könnte ich einfach töten kommen und das ist Int. Aber wenn ich nichts mache, dann ist auch keiner Int. Weil, dann einfach Kühn hochlaufen kann. Und theoretisch wäre es fein, wenn Six mit den Wave cleared. Oh, naja. Ja, schlecht. Der Reagan hat sich da so viel geheilt, das war crazy. Er hat recht mit Anti-Fucking hier, wenn wir keinen Ignite-Up haben. So tanky, holy moly. Gute Game. Raus hier. Nächstes, was wir kriegen können, 6. Ja, ping mich nochmal. Bin es on her way. Act and the whole world will move. Ist überhaupt Sturgis Gage so gut dieses Game gegen Renekton? I guess it's fine. Und wir waren jetzt straight fight mit, denn obwohl Six nicht da war und ich ja auch nicht. Hat uns TP leider gekostet. Haben wir mehr groupen müssen, mehr fighten müssen. Das ist auch der Weg der Solo-Queue, so oder so. Ah, ich hab 3 Items. Wenn ich jetzt noch GA kaufe, der Stance maybe. Ist schon tanky. Haben wir sie gerade gelockert? Und die können nichts machen gegen Six mit Lane. Wenn ich jetzt TP hätte, könnte ich ja Botlane splitten. Panther könnte weiter pushen, Doyard ult. Six ist so OP hier. Auch Wave clean und fertig. Gut, wie OP 6 ist, macht alle, spielt gerade das Game alleine. 3 Gegner auf Puppet-Spiel gepokt allein. Oh, ein HP. Auch sagen, Nash Forsten ist gut. Weil den Gegner zumindest zwingen, hier zu face-checken, während Panther im Botlane pusht, maybe. So viel Damage. Sorry guys, I can't see shit. Boah, wenn wir jetzt resetten, dann muss ich TPen, sonst haben wir keine Midnight Prior ohne ihn. Ohne und gut. Er betrifft mich jedes Mal, nachdem ich gebromcued werde. Sixth Recall ist der Zeit, aber kein Six für den Fight. Ich hab Starks, was machst du da? Dass das Bein noch funktioniert, das ist eigentlich illegal. Weil ich bin so tanky. Mit Starks und meinen perfekt getimten W natürlich. Was ist ja nicht schwer gegen Renekton das perfekt zu timen. Geiler Throw, danke Renekton. Ich werde wahrscheinlich Nash machen. One Drake? Nee, wenn, dann machen wir alle Nash. Und wenn einer Drake geht, wird er einfach getötet von Nidalee und outsmited. Gesmited? Was für ein. Sollte fein sein, nicht eh. Welch ein Glück, dass Renekton so auf mich hart engaged hat, Mann. Hätten wir so viel härteren Fight gehabt.
bin 100 Gold. Wir können die kurz one-shotten gemeinsam, I guess. Immer noch 100 Gold. I need me too. Sorry mate, aber ich brauche meine 1950. Mann, sehr, sehr guter Ball für mich. Stopwatch und BF Sword, holy moly. Ich war gerade eben schon tanky, jetzt bin ich noch tanky. Ey, Garrett, danke für die 5 Monate, mate. Moin Meister. Danke dir. Weil ich bin bereit, 1v1 zu spielen, wenn ihr nicht engaged werdet, Team. Ich muss kein Vertrauen in euch. Kann sie nicht töten. Mit Ult und ihren Jump. Lasst uns Botwave buffen und pushen. Der Turm ist bereits jetzt sehr angeschlagen. Einfaches Ziel. Warte, kann ich rechtzeitig zu mir stoßen, aber ich zu ihm. Gegner scheint auf mich zu reagieren, also ich sollte Panther einfach pushen. Wir sollten hier nicht fighten. Okay, wir fighten. Warte, Panther pusht auf Toplane. Like, Talon, why are you fighting? Ich nicht, tanky. Wow, das alles angefangen, damit das Talon stirbt. Kompletter Int. Also wie die blaut, aber. Wow. Bis vor du das vergisst. Oh, noch ein bisschen Camp in dem, I think. Den DP Ward hätte. Ob der DP, maybe? Nice. Ah, eine Q ab. Da war eigentlich mehr drin. Da ist mir immer noch mehr drin. Mein Partner seinen Stun vielleicht hält und ich dann Chancy ziehen kann mit ihm gemeinsam. Wäre keiner nice. Ist der Randuin besser als Death Stance? Maybe. Kann ich nicht zu schnell pushen? Ich habe jetzt schon zu schnell gepusht. Können die Cannon Wave eigentlich pushen, wenn ich besser gepusht hätte? Ich hätte die Waves nicht so schnell töten sollen. Langsamer töten sollen. Niemand mit mir hier auf Midwave. Das war aber hauptsächlich mein Fehler. Wir hätten pushen können, wenn ich die Wave langsamer gepusht hätte. Dann wären wir mit den Boys da gewesen. Ich danke dir, Sif Grimori, für deinen Sub. Willkommen, Matt. Danke für die 2 Monate. Was jetzt 6 alleine in Botlane ist, ergibt alles keinen Sinn. Wir haben legit auch noch einen Top-Wave, die reinpusht. Wir haben so viel Zeit. Aber what are you doing, man? Wenn wir den durchpushen sollen, gerade wenn die alle da runterrennen. Gute Games, gute Stimmung. Wir haben so viele Minions, ne? So viel Pressure. Einfach nicht sterben. Aber das ist halt so cool. Irgendwer stirbt immer. Macht es nicht ab, wann hat sie das bitte gefarmt? Geh da so ein für Drake gehen erstmal, nicht für Nash. Wenn die Leute aufhören, so dumm, so viel zu schreien und sind alle immer so mental boom, Mann.
gesamte Zeit nur am Pingen und FF voten. Like, play the game! Ich habe nur gehört, schaut einfach, das ist not good. Ja, ich weiß nicht, ob Randuins oder der Stance besser ist dieses Game. Talon macht gerade einen guten Play, aber mittlerweile durch zu pushen und Turm zu nehmen. Gehen, dann könnte ich Nash machen gegen Six. Könnten schon so viel mehr auf der Map machen, aber das ist immer ein intelligenter Play. Und wenn er schlecht gewiesen hätte, der wird jetzt getötet, vielleicht sogar noch der nächste. Und er ist so safe als Talon, dass er entkommen kann. Ist safe als ich. Das Talon schafft auch noch, weil die zu spät reset ist. Schönes Captain Jack Clans, though. Wenn er nicht sterben, Leona. Du musst nicht, du musst doch nicht hinterherlaufen! Wild. Aber ein sehr, sehr schönes Captain Jack Clans von der Tristana. I'm moving. Live today like you're going to die tomorrow. Ein Talon ist eine Spiel, können wir bitte weg. Oh Mann, das ist so boosted. Es ist so boosted. Zeigt es niemanden zu Hause. Oh, what the SOP? Bin ich rüber, Q, interessant, ist gleich da. Lass einfach fighten. Tristana kommt, nehmen wir den Fight. Nee, das ist nicht Tristana, aber wir nehmen den Fight, I guess. Hat schon getötet, mein Fuck. Fuck. Fuck meine Q. Jetzt Nash! Als ob Domiree am Late Game mittlerweile. Weil ihr müsst ja legit nicht mehr eure Spells treffen. Ihr könnt einfach nur Q drücken. Hat keinen Cooldown. Ist legit smart, einfach nur Q zu drücken. Und danach einen Stack zu treffen, und dann kriegt ihr für nächste Q den Reset. Er smitet immer sehr früh. For fun. Da wird der Weg auf Irea einfach Q auf den Gegner raufdrücken und dann eure Spells erst benutzen. Q Ult, QE im Late Game nach Level 16 ist wahrscheinlich der beste Play. Dann kriegt ihr eure Mark relativ safe, weil ihr auf dem Gegner drauf seid. Ihr könnt dann den Spell nicht wirklich missen und dann kriegt ihr den Reset für die nächste Q. Wenn ihr den braucht, kann dann haben. Ich würde gerne mein Item, aber. We are the children of the first lands, and we will not be silly. Da haben wir kein dummes Engage mit Talon. 6 Ult für Recall Interrupt ist nicht zur Verfügung. Fuck you, Bro, aber was war so oder so greedy? Das hat noch alles ab, mein Bad. Super Bad, wir hatten Nash, kein Grund zu sterben. Mein Fehler. Hat wohl so einen schönen Stun auf sie in den Busch, dass ich doch heimgehen wollte, aber sie hat zu viel gute Chancen, sich selbst zu peelen, gerade wenn ich kein Flash habe. Mann, das ist so bad von mir. Hätte 3 Inhibs sein sollen, wenn ich nicht sterbe. Ich nehme Bot-Turret und
Gegner müssen auf Top-End reagieren mit der Thunderbot, denn jetzt kriegen wir eure Sachen for free in der Base. Sehr, sehr bad von mir. Sehr, sehr bad von mir. Ich habe keinen Grund zu tun, was ich gerade getan habe. Selbst wenn es funktioniert, ist der Play keiner irrelevant. Oder einfach schlecht von mir. Hey, nein, dir Splatterlink für deinen Sub. Willkommen, Mate. Danke dir. Der Fuß ist weh. Gut, ist glaube ich fein. Wir haben ja schon direkt Cloud Drax, das ist der vierte. Er hat keinen Cooldown drauf. 22 Sekunden CD ist jetzt nichts. Jetzt kommt Bromp doch nicht derjenige sein, der jetzt mit den anderen durchläuft. Komm, in den Fight. My guard is never down. Der ist schon wieder durch, ich bin so tanky. Oh, ne Mone. Nice. Ja, solche Fights sollte ich genauso spielen dann. Bin ich auch leichter mit mehr Items und mit Teammates. Ich brauche GA im schlimmsten Fall. Ey, cooles Game eigentlich. War ein wildes. Aber gerade nach diesem horrible Early Game haben wir echt super gut recovered und auf Top Lane ja ziemlich hart den Renekton outvaluen können. Im Laufe des Games. GG's. Spaß gemacht. Ein gutes Game. Immer noch ein anstrengendes, klar, aber auch ein sehr gutes. Talon war halt so gut Mantin und hat Leuten echt böse Dinge gewünscht, was nicht so cool ist. Aber Six, Leona und Pantheon haben sich alle drei den Honor gleichermaßen verdient. Ich glaube, wir honoren einfach mal den Reporten den Talon doch für das, was er den Leuten da gewünscht hat. Das war echt offensive language. Aber ja, war ein starkes Game. Und ich hätte eigentlich nichts zu sagen. Wir haben Renekton Flame Horizon auf dem Minion genau perfekt. Most God Game, nice. Ressourcen. Und viel gefightet im Allgemeinen. War nice. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, an vielen Stellen Sachen, die wir hätten besser machen können und an vielen Stellen Sachen, die wir sehr gut gemacht haben.